Hallo Freunde, heute machen wir sehr köstliche, leckere Pfannkuchen mit Kürbis. Hier habe ich einen Hokkaido-Kürbis. Ich brauche davon nur die Hälfte, ca. 400 Gramm. Mit der anderen Hälfte werde ich morgen eine Suppe kochen. Beim Hokkaido-Kürbis brauchen wir die Haut nicht zu schälen, nicht abzuschneiden. Bei allen anderen Kürbissen schon. Wenn da jetzt irgendwelche unschönen Stellen sind, die kann man dann wegschneiden. Auch das Pöpöchen. Ansonsten in kleine Würfel schneiden. Je kleiner ich ihn jetzt schneide, je schneller wird es natürlich weich gekocht sein. Den Kürbis übergieße ich mit Wasser. Und zwar gerade so viel, dass es knapp bedeckt ist. Und nun werde ich ihn köcheln, bis er wirklich schön weich ist. Dauert nicht lang. Das hat jetzt circa 10 Minuten gedauert. Den größten Teil vom Wasser habe ich abgegossen. Ein bisschen ist da noch unten. Das ist aber nicht schlimm. Na, oh, okay. Und nun mit dem Pürierstab das Ganze gut pürieren. In das Püree gebe ich Milch. Wir geben Zucker hinein. Ich habe heute keinen Zucker, ich gebe Puderzucker hinein. Wir brauchen Salz, einen und noch einen halben Teelöffel. Jetzt, wo das nicht mehr so heiß ist, gebe ich die Eier hinein und ich gebe eine Tüte Hefe hinein. Das Ganze schon mal mit dem Pürierstab, der ja eh schon dreckig ist, pürieren. Oder man nimmt einen Mixer. Und zu allerletzt geben wir das Mehl hinein. Nochmal ein So sieht es aus. Perfektico. Und jetzt lassen wir die Masse eine halbe Stunde in Ruhe. Am besten zugedeckt. Etwas mehr wie eine Stunde stand das Ganze. Der Teig ist schön luftig geworden. So, jetzt geht's zur Pfanne. Etwas Pflanzenöl in die Pfanne. Oder man nimmt Butter. Geht auch. Und vom Teig sollte man nicht zu dick machen. Lieber etwas dünner. Ja. Das ist hübsch. Das wird jetzt bei nicht zu starker Hitze, ich habe von maximal Stufe 9, habe ich Stufe 7, wird es von beiden Seiten angebraten. An den Seiten merkt man, dass es schon braun ist. So, hoppa, und wenden. So, die andere Seite ist auch schön. Das kommt nun raus. Ich mache hier wieder ein bisschen Öl und der nächste Pfannkuchen. Wer die Pfannkuchen noch leckerer machen will, dann nimmt man ein Stück Butter und bestreicht man oben den fertigen Pfannkuchen. Bis auf zwei Stück, die ich schon gegessen habe, ist das die Menge. Schaut mal, sehr, sehr köstlich. Wir essen das gerne auch mal deftig mit Schinken und Käse belegen und einrollen. Oh, lecker. Mit Schmand, Schokolade, Marmelade oder Honig. Das ist so lecker. Schaut mal. Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr macht das nach, solange wir jetzt hier noch die Kürbiszeit haben. Freue mich über eure Kommentare und eure Likes. Vielen Dank und bis bald. Eure Xenia. Mmh, lecker.